Hallo, hallo, hallo. In Mathematik verstehen und üben, Klasse 6, 2, 3, 14, geht es nochmal um die Multiplikation und Division. Regelkenntnis und Verstehen. Die Regeln für die Multiplikation und Division von Bruchzahlen sind besonders einfach. Du hast kennengelernt, wie kann man zwei Brüche miteinander multiplizieren. Abel mal Cdel ist das gleiche wie a mal c geteilt durch b mal d. Das heißt, du multiplizierst zwei Brüche, indem du einfach Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnest. Zähler mal Zähler bedeutet also a mal c und Nenner mal Nenner bedeutet b mal d. Und wenn du jetzt abel geteilt durch cdel rechnen solltest, das heißt, wie kannst du durch einen Bruch teilen? Da hast du kennengelernt, du kannst durch einen Bruch teilen, indem du mit dem Kehrwert des Bruches multiplizierst. Das heißt, statt durch cdel zu teilen, kannst du auch mit dem Kehrwert von cdel, also d geteilt durch c, multiplizieren. Also rechnest du a geteilt durch b mal d geteilt durch c. Das ist a mal d im Zähler und b mal c im Nenner. Und das soll in der nächsten Übung einfach mal gemacht werden. Hier werden schon gewisse Dinge vorgegeben und du sollst hier unten die Brüche und die richtigen Rechenzeichen eintragen. Das heißt, hier links wird der Bruch 1/2 dargestellt. Hier wird ebenfalls der Bruch 1/2 dargestellt. Und hier wird der Bruch 1/4 dargestellt. Und wie bekommst du aus 1/2 ein Viertel? Ein Viertel ist ja gerade die Hälfte von 1/2, das heißt, indem du 1/2 mal 1/2 rechnest. 1/2 mal 1/2 ergibt ein Viertel. Das heißt, Multiplikation bedeutet geometrisch mit 1/2, dass du die Hälfte dieser Fläche nimmst. Und die Hälfte dieser Fläche ist dann diese dargestellte Fläche. Also 1/2 mal 1/2 ist die Hälfte von 1/2 und das ist gleich ein Viertel. Gehen wir auf neue Aufgabe. Wie sieht das jetzt hier aus? Der hier dargestellte Bruch ist ein Viertel. Der hier dargestellte Bruch ist ein Drittel. Und der hier rechts dargestellte Bruch ist ein Zwölftel. Na, wie kommst du jetzt hier von einem Viertel letztendlich nach ein Zwölftel? In diesem Fall musst du auch multiplizieren. Das heißt, ein Viertel mal ein Drittel rechnen. Ein Viertel mal ein Drittel ist ein Zwölftel. Das heißt, du nimmst der vierte Teil von ein Drittel ist ein Zwölftel. Oder der dritte Teil von ein Viertel ist ein Zwölftel. Ich mache auf neue Aufgaben. Wie sieht das jetzt hier aus? Ich habe jetzt hier links den Bruch ein Drittel. Und dieser Bruch ist 2 Fünftel. Und das Ergebnis, was ich erhalten soll, ist 2 Fünfzehntel. Das heißt, in diesem Fall gehst du ja von dieser großen Fläche ein Drittel aus und das Ergebnis ist kleiner. Und ein kleineres Ergebnis erhältst du, indem du jetzt hier mit 2/5 multiplizierst. Das heißt, wenn du ein Drittel mal 2/5 rechnest, ist das der dritte Teil von 2/5 und das sind 2/15. Das ist natürlich auch einmal 2 ist 2 und 3 mal 5 ergibt 15.
Somit erhältst du dann eine gültige Gleichung. Ein Drittel mal 2,5 gleich 2,15. Nochmal auf neue Aufgabe. Wie sieht das jetzt hier aus? Hier links hast du die Fläche 1/2. Dieser Fläche ist 1/4. Und das Endergebnis soll 2 sein. Das heißt, in diesem Fall musst du teilen. 1/2 geteilt durch 1/4 ergibt 2. Beziehungsweise, du kannst auch sagen, 1/4, das passt zweimal in 1/2 hinein. Und wenn du zum Beispiel jetzt 1/2 durch 1/4 rechnest, kannst du auch geometrisch überlegen, wie oft passt diese Fläche, 1/4, in dieser Fläche 1/2 hinein. Und das ist gerade zweimal der Fall. Das ist das Endergebnis 2. Du kannst natürlich auch ganz formal rechnen, indem du sagst, 1/2 geteilt durch 1/4 bedeutet 1/2 mal Kehrwert von 1/4, also mal 4/1 und 4 mal 1/2 und ergibt dann 4/2 oder 2 Ganze. Geht mal auf eine neue Aufgabe. Wie sieht das jetzt in diesem Fall aus? Links wird der Bruch 1/4 dargestellt. Das Rechenzeichen ist in diesem Fall auch schon vorgegeben, das heißt, du sollst geteilt rechnen. Und das Endergebnis soll zwei Ganze betragen. Das heißt, wenn du zum Beispiel rechnen würdest, 1/4 geteilt durch 1/4, dann hättest du ein Ganzes. Und wenn du jetzt 1/4 geteilt durch 1/8 rechnen würdest, dann erhältst du zwei Ganze. Du kannst das natürlich erstmal so formal rechnen, indem du 1/4 geteilt durch 1/8 ausrechnest. Das ist ja nach Definition 1/4 mal der Kehrwert von 1/8, wäre 8/1. Das erhältst du dann 8/4 oder gekürzt 2. Aber du kannst natürlich jetzt auch geometrisch sehen, dass diese grüne Fläche 1/8 zweimal in dieser grün dargestellten Fläche 1/4 hineinpasst. Das ist, wenn du jetzt 1/4 geteilt durch 1/8 rechnest, stellst du geometrisch die Frage, wie oft passt diese Fläche in diese hinein? Und das ist jetzt zweimal der Fall. Euch noch zwei weitere Aufgaben. Wie sieht das jetzt in diesem Fall aus? Das Rechenzeichen ist vorgegeben, das heißt, du sollst multiplizieren. Der dargestellte Bruch hier ist 1/2 und das Endergebnis soll ein Drittel betragen. Das heißt, welchen Bruch musst du ergibt mit 1/2 multipliziert ein Drittel? Das ist gerade bei dem Bruch 2/3 der Fall. Wenn du nämlich die Hälfte von 2/3 nimmst, ist die Hälfte von 2/3 1/3. Das heißt, du kannst formal rechnen, 2/3 mal 1/2 oder 1/2 mal 2/3. Das ist die Hälfte von 2/3. Und was ist die Hälfte von 2/3? Die Hälfte von 2/3 ist nur 1/3. Entweder kannst du ganz formal das kontrollieren, indem du sagst, 2 mal 1 ist 1 und 2 mal 3 ergibt 6. Dann könntest du sagen, dafür schreibe ich dann 2 Sechstel oder in gekürzter Form 1 Drittel. Du kannst auch sagen, du kannst diese 2 mit dieser 2 kürzen und es bleibt 1 Drittel über. Ja, und mache ich mal noch eine letzte Aufgabe. Wie sieht das jetzt hier aus? Das heißt, der links dargestellte Bruch ist
ein Drittel. Das Rechenzeichen ist auch schon vorgegeben, das heißt, du sollst teilen. Und das Endergebnis ist 5 Drittel oder in gemischter Form ein Ganzes und 2 Drittel. Das heißt, wie kannst du erreichen? Hier hast du ja nur als Ausgang ein Drittel und das Endergebnis soll 5 Maße groß sein, also 5 Drittel. Das Endergebnis 5 Drittel, also eine 5 Maße große Fläche kannst du erhalten, indem du dann durch ein Fünftel teilst. Und wenn du durch ein Fünftel teilst, wird die Fläche ja dann 5 Maße groß. Also ein Drittel geteilt durch ein Fünftel gleich, kannst du natürlich auch formal ausrechnen, statt durch ein Fünftel zu teilen, kannst du mit dem Kehrwert von ein Fünftel, also 5 Einzel oder 5 multiplizieren und ein Drittel mal 5 ergibt 5 Drittel. Das heißt, wenn du jetzt ein Drittel geteilt durch ein Fünftel rechnest, erhältst du als Ergebnis 5 Drittel oder in gemischter Form 1 2 Drittel. Das heißt, alles ist soweit in Ordnung. Ja, kannst ja mal probieren, die verbleibenden Übungen dann selber zu lösen.